Das letzte EM-Gruppenspiel der DFB-11 könnte Lukas Podolskis 100. Länderspiel sein und das erst mit 27 Jahren. Vom Bundestrainer hat der künftige Arsenal-Profi bei diesem Turnier vermehrt defensive Aufgaben gestellt bekommen. Unumstritten ist er nicht, seine Laune aber dennoch bestens. Ja, so hallo zusammen. Ist ja gar keine Frage, dass ich mich hier sau wohl fühle. Das ist nicht erst seit der Marke 99 jetzt erstmal. Von der Anzahl der Länderspielen, sondern das war davor auch so. Seit dem ersten Länderspiel habe ich mich eigentlich richtig wohl gefühlt und es hat seit dem ersten Tag hier Spaß gemacht in dem Team, wo auch immer noch heute viele davon ein Teil sind. Und ja, es hat seit 2004 an begonnen und ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre weitergeht. Ja, ich bin jetzt seit 5 Minuten hier und ich glaube, die 5 Minuten haben wieder gespiegelt, wie der Poldi ist. Wie er sich gibt und auch was er für ein Mannschaftskollege ist, er ist immer gut drauf. Wäre die Nationalmannschaft ein Club, dann wäre das bestimmt so ein Club wie der FC. Da könnten wir jetzt viel dazu sagen. Oder Harald, ne? Ich hoffe immer für einen Spruch zu haben, manchmal kriegt man eine Faust in den Rücken. Ist manchmal grob, manchmal ist er lustig, manchmal, ja, also wir kennen ihn alle. Mikrofon kommt von der anderen Seite. Ich bitte um ein Handzeichen. Ruhig, Harald, ruhig. Mach dir keinen Stress hier, Harald. Er ist nicht nur ein Top-Spieler, sondern auch ein Top-Mensch. Und ich glaube, der ist nicht umsonst so beliebt.